Die Welle entspringt dem Bauch des durch ein tief aufgewühlten Ozeans, fern von den Menschen. Doch einige, die die heimatlichen Ufer weit hinter sich lassen, sind manchmal bei der Geburt zur Stelle und bezahlen dafür einen hohen Preis. Sobald sich die Welle zeigt, peitscht sie der Wind bis auf die Höhe der Wolken. Von dort lässt er sie auf die Schiffe hinabstürzen, um sie zu zerschmettern. So wird aus der Welle eine Stoßwelle. Ein Naturereignis, das alles unter sich begräbt. Das wissen auch die Seeleute und haben diese Welle Sturzsee getauft. Die Angst vor dem Untergang kennt eben viele Namen. Herzlich willkommen, Frederik Schifter. Ich freue mich sehr, diese Sendung gerade mit Ihnen machen zu können. Zum einen, weil Sie der Autor dieser kleinen Philosophie des Wellenreitens sind, mit der wir uns heute beschäftigen, und zum anderen, weil wir gute Freunde sind, auch wenn wir uns jetzt siezen und wir uns, wie das bei guten Freunden so ist, eher selten sehen. Dafür können wir hier unser letztes Gespräch im Prinzip wieder aufnehmen, vielleicht mit folgender Frage: Was gefällt Ihnen so sehr am Surfen? Ist es vielleicht das Reiten auf den Wellen der Seele? Sicher. Ich bin aber auch durchaus seefest. Wer hohen Seegang und die Wellen liebt, sollte es schon sein. Allein des Gleichgewichts wegen. Ich bin auf jeden Fall ein großer Freund der Wellen. Von klein auf in Biarritz aufgewachsen, habe ich Stunden über Stunden am Meer verbracht. Und dabei kam ich mir vor wie der Dichter, wie Charles Baudelaire, der schreibt: Auf immer freier Mensch wirst lieben du das Meer. Fast schon genüsslich habe ich dabei diesen Weltschmerz kultiviert. Baudelaire nannte es Spleen, der den Menschen ergreift, wenn er das Meer betrachtet. Sie sagen Spleen wie Baudelaire, weil sich der Betrachter ausgeschlossen fühlt? Oder weil er sich als Teil dieses Schauspiels sieht, etwa als Treibgut des Meeres, das herrenlos am Strand liegt? Dank meines Alters habe ich selbst noch erlebt, wie das an der baskischen Küste anfing mit dem Wellenreiten. Komischerweise habe ich mir allerdings sehr lange eingeredet, das sei nichts für mich, und habe lieber nur zugeschaut. Im Grunde meines Wesens bin ich nämlich ein kontemplativer Typ. Und als solcher hielt ich es, vielleicht zu Unrecht, für besser, dabei nur zuzuschauen, als es selber zu betreiben. Aber letztlich ist ja auch Zuschauen ein aktives Tun. Wie wäre es mit der Wortschöpfung Kontemplation? Warum nicht? Das gefällt mir sogar sehr gut. Wobei ich mich frage, ob ich nicht sogar allein durch Zuschauen ein bisschen surfen gelernt habe. Wenn auch verständlicherweise nur ganz ansatzweise. Aber irgendwie ist mir das zur Natur geworden, dieses Wellenhafte. Ich bin, wenn Sie so wollen, ergriffen von den Wellen und manchmal sicher auch von Wellen der Melancholie. Sie schreiben, auf hoher See sieht man die vom Wind geformte und getriebene Welle von Weitem, was sie auch vorhersehbar macht für Augen und Instrumente. Das lässt den Seeleuten Zeit für ihre Angst. Sie können sich entscheiden zum Kampf oder zur Flucht. Die Welle lässt ihnen eine Wahl, eine heldenhafte, egal ob sie durch Mut oder Vorsicht entschieden wird. Denn es ist ein Kampf und er ist fair, egal ob sie untergehen oder entkommen. Diesen Holzschnitt hier kennt wohl jeder. Die große Welle vor Kanagawa von Katsushika Hokusai, die erste der 36 Ansichten des Berges Fuji. Es ist das wohl bekannteste japanische Kunstwerk und zu sehen auf dem Einband ihrer kleinen Philosophie des Wellenreitens. Eine gute Darstellung dieses fairen Kampfes zwischen Welle und Seeleuten. Naja, fair ist hier vielleicht übertrieben. Das erinnert mich übrigens an eine Sendung bei Arte, in der Kunstreihe Palette von Alain Jaubert. Die Folge, in der es um diese Darstellung einer Welle geht, hatte den Titel Im Angesicht der Bedrohung. Und das trifft es genau. Denn man sieht da ja wohl Fischer in ihren Booten,
über die gleich etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, hereinzubrechen droht. Eine Naturgewalt, der unsere eigene Existenz völlig gleichgültig ist. Die sich darüber ausschweigt. Ganz egal, ob du da bist oder nicht, das ist ihr völlig Schnuppe. Das ist bedeutungslos. Oder wie Nietzsche sagt, die Welt ist nicht dazu da, uns einen Gefallen zu tun. Ganz genau. Wahrscheinlich denken so etwas Ähnliches auch die in ihr Boot gekauerten Fischer, ein Spielball der Fluten angesichts dieser drohenden Welle. So etwas wie, diese Fluten werden uns verschlingen. Aber das wird wohl nichts ändern an der Ordnung dieser Welt, oder besser Unordnung in diesem Fall. Insofern ist dieses Bild sicher auch eine Darstellung der Angst. Sie kennen doch die Stelle in Moby Dick nach dem Untergang der Pequod, als das Meer so weiterrollt, wie es 5000 Jahre zuvor gerollt war. Das heißt, was im Grunde von einem Schiffbruch übrig bleibt, ist die glatte und ebene Oberfläche des Meeres. Lassen Sie mich dazu zwei Aspekte vertiefen. Zunächst das Schweigen der Welt, die sich nicht um das Handeln der Menschen schert. Was dazu führt, und hier nähern wir uns dem Wellenreiten, dass der Mensch nicht etwa seine Wünsche für die Realität hält, sondern die Realität für seinen Wunsch. Ansonsten bräuchte er gar nicht erst versuchen, sich auf ein Surfbrett zu stellen. Und zweitens, die Schaumkrone. Will heißen, Surfen ist ein Sport, der an der Oberfläche der Dinge stattfindet, da wo der Schaum ist. Als Surfer wäre man damit, frei nach Nietzsche, oberflächlich, aus Tiefe. Ganz genau. Aber die Gischt des Wellenkampfs sollte man besser meiden. Das ist die wahre Kunst beim Surfen. Denn es geht dabei ums Gleiten. Und wie soll ich sagen, um die Dialektik zwischen der Waagerechten und der Senkrechten. Beim Surfen kommt es darauf an, immer in der Senkrechten zu bleiben auf diesem Element Wasser. Auch wenn es selbst, wie wir hier sehen, der Senkrechten zustreben kann. Man muss selbst trotzdem immer in der Senkrechten bleiben, aufrecht, egal was passiert. Denn wenn dich der Strudel der sich brechenden Welle erfasst, dich hinunterzieht, dann ist es vorbei, unter Umständen für immer, und du kannst dich vom Leben verabschieden, das vielleicht schön war, aber nur von kurzer Dauer. Sie sprachen von Wünschen vorhin. Der Unterschied zwischen diesen Fischern hier im Bild von Hokusai und einem Surfer ist, dass die Fischer sich aus Notwendigkeit in diese Fluten wagen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Für den Surfer dagegen ist es ein Spiel. Er sucht die Herausforderung und erkennt die Gefahr. Nur bei ihm wird der Wunsch zum Bedürfnis, zur Notwendigkeit. Und das ist das Seltsame daran. Normalerweise hält man Wünsche doch eher für den Ausdruck oberflächlicher, unbedeutender Bedürfnisse. Doch hier stellt man fest, es gibt nichts Ernsteres als den Wunsch, das Bedürfnis des Surfers, sich einem Element zu stellen, das ihn jeden Moment verschlingen kann. Aber was sich da abspielt, ist schon interessant. Man nimmt die Welle beim Surfen ernst, weil man nicht anders kann. Und doch ist es ein Spiel. Auch ein Wortspiel. Sie hatten gesagt, die Fischer in ihrem Boot sind mit im Spiel, was stark an Pascal erinnert und sein, ihr seid einmal mit im Spiel, eben mittendrin. Für Pascal bedeutet das, dass das Wichtigste bereits entschieden ist. Das heißt, man kann mit der Vergangenheit nicht einfach Tabula Rasa machen. Man kann nicht mehr zurück, ist mit im Spiel. Man hat keine Wahl. Der Surfer erlebt diese Unmöglichkeit der Wahl zunächst, weil er sich die Wellen nicht aussuchen kann und dann, weil er nicht anders kann, als zu surfen. Immerhin hatte er die Wahl, es zu tun oder nicht. Beim ersten Mal. Richtig, beim ersten Mal. Wenn er sich aber erst einmal in das nasse Element gewagt hat, lässt es ihm praktisch keine Wahl mehr, wenn er seine Meinung ändert und wieder ans Ufer gelangen will. Er kann nicht anders, er muss die Welle abreiten, bei solchen Riesenwellen. Bei ganz normalem Seegang kommt man natürlich immer problemlos zurück. Bei den Wellen von Biarritz, da kennen Sie sich ja aus. Aber das wollen wir hier nicht weiter verfolgen, da wir gleich zu unserem nächsten Bild kommen, das ganz weit zurückgeht, wenn auch nicht unbedingt zu den Wurzeln des Surfens. Bei der Vorbesprechung zu dieser Sendung haben wir uns dabei ziemlich spontan gedacht, ihn könnte man doch als Vater aller Surfer betrachten, weil er besser als alle anderen übers Wasser lief. Aber das hier hat mit Wellenreiten nun wirklich nichts mehr zu tun. Wieso ist Jesus,
wie er hier über das Wasser geht, eigentlich eine Fehlbesetzung. Naja, warum wohl? Wenn man der Bibel Glauben schenkt, was Sie ja tun? Ja, in der Tat. Wenn man sich an die Heilige Schrift hält, sagt man sich, was ist schon groß dabei, wenn man sich als Gott die Elemente untertan macht? Wobei es ja hier vergleichsweise noch simpler ist, denn es ist ja nur ein See, der See Genezareth. Und da gibt es vielleicht gerade mal eine kleine Dünung, nicht mal richtige Gezeiten mit Ebbe und Flut. Als gottgleiche Gestalt dieses Element auf solche Weise zu bezwingen, das ist doch nun wirklich keine besondere Leistung. Mit allem gebührenden Respekt vor dieser heiligen Figur. Hier haben wir es eher mit einem Flachwassersurfer zu tun. Das ist kein echter Wellenbezwinger. Aber nochmal grundsätzlich, das an sich aberwitzige Vorhaben, über Wasser zu gehen, mag zwar den ersten Surfer inspiriert haben, aber an sich ist es doch diametral dem Surfen entgegengesetzt, bei dem es darauf ankommt, sich Bewegungen und der Realität anzupassen. Das hier ist wohl eher der prometheische Wunsch, die Natur zu beherrschen. Richtig. An dieser Stelle sollten wir übrigens mal das Register wechseln. Diese heilige Gestalt da kennen wir ja gut. Aber wenn wir schon über Surfen sprechen, muss man wissen, ursprünglich war das Wellenreiten eine Art Totentanz. Die Hawaiianer, die Polynesier, fuhren traditionell bei Flut mit ihren Brettern aus Balsa und Sequoia-Holz aufs Meer hinaus, um die einlaufenden Wellen, göttliche Wesen des Meeres nach ihrem Verständnis, zu begleiten, bis diese am Strand angekommen ihr Leben aushauchten. Auf ihren Flanken entlang zu gleiten, bedeutete, sie bis zu ihrem Ende zu begleiten, damit sie wiederkommen können. Denn wenn irgendwann einmal das Meer sich zurückziehen, dieser Gott ihnen zürnen sollte, wäre das die Katastrophe. Das war ein heiliges Ritual für die Polynesier. Während man hier eher den Eindruck hat, da wollte ein Gott den gewöhnlichen Sterblichen mal zeigen, was er so alles drauf hat. Das ist ein ganz anderer Denkansatz, eine andere Art von Philosophie. In beiden Fällen ein Wunder. Nicht zu vergleichen. Zwei verschiedene Arten. Einerseits im Widerspruch zu den Naturgesetzen, andererseits im Einklang mit ihnen und in einer ständigen, fließenden Bewegung, was uns gleich eine andere Ikone zeigen wird, weniger bekannt als Christus, zu Unrecht vielleicht, weil sie wirklich unglaublich anmutig ist. Und deswegen wollen wir uns das auch ausnahmsweise in Form von bewegten Bildern anschauen, Frederik. Das da ist Belinda Baggs, die ich bisher nicht kannte. Kommen Sie, setzen wir uns wie im Kino. Sie in die erste Reihe, ich dahinter. Belinda Baggs surft hier auf einem Longboard. Versuchen Sie vielleicht, Frederik, Belinda nicht zu sehr in den Schatten zu stellen. Okay, ich bemühe mich. Einfach schön, ihr beim Wellenreiten zuzuschauen. Die ganze Anmut dieses höher stehenden Wesens beruht auf ihrer Fähigkeit, sich den Wellen anzupassen, die sie nicht kontrollieren kann. Ja, hier wird, finde ich, spürbar, nachvollziehbar, was Surfen wirklich ist. Ein Gleiten auf dem Element Wasser, wie ein darüber hinwegstreifen. Kein Aggressiv.